Gut, dann schauen wir mal die Aufnahme. Sagen mal Hallo zu Schwarzbild. Willkommen zurück zu Open Arena. Habe ich hier auch Musik? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade Musik habe. Ja, neigt mir ja, weil es einfach ist. Achso, ja gut, welcher. Ich habe irgendwie keine Musik. Oder? Ich habe keinen. Doch, ich habe ganz leise. So ganz, ganz leise. Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht wieder. Sieht's denn da jetzt, sieht sich das schon mal besser aus? Ich hatte das. Oder ist immer noch nicht leise, laut genug? Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen lauter machen. Ich höre überhaupt keine Musik. Jetzt klingt es doch gut, oder? Klingt denn der Sound jetzt? Ist jetzt so laut. Klingt ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen leiser vielleicht noch. Sehr gut. Ich habe ganz vergessen, dass ich das ja komplett neu einstellen muss, weil. So, weil. Ja. Ich habe den Sound damals hier umgestellt. Ich soll jetzt vielleicht mal anfangen, Leute zu töten. Finalität. Einfach mal. Habe ich die Aufnahme jetzt gestartet? Ja, habe ich. Ich sollte aufhören, noch 20 Mal da rein schauen. Hast du den YouTube-Link angesehen? Den zu Sonic 2? Ja, habe ich. Das ist ja Granatwerfer, der will ja keinen. Ich hätte gerne mal eine Waffe. Wo gibt es denn hier Waffen? Das ist eine gute Frage. Also richtige Waffen. Nicht nur das da. Weil das da ist keine Waffe. Das ist einfach nur Scheiße. Ich muss es auch richtige Waffen geben. Das wollte ich jetzt nicht. Sehe hier irgendwo Raketenwaffenmunition. Kann man hier eigentlich ertrinken? Vermutlich ja. Stage. Ja, toll. Ich werde jetzt nicht nochmal das. Ich werde jetzt nicht noch mit allen Emeralds das Spiel spielen, bei aller Liebe, aber nein. Sind hier richtige Waffen, sag mal. Ich brauche keine Munition, Spiel. Ich brauche eine Waffe. Da ist eine Waffe. Da ist die Railgun, der ich fast schon umgehen kann. Nach links war das nicht rechts. Wie komme ich jetzt auf rechts? Ich weiß es nicht. Unreal Tournament. Da konnte man rechts irgendwas verschieben. Okay. Erstmal warm spielen. Warm spielen, kapiert, weil es so warm ist. Oh, das hat sogar lustige Partikeleffekte. Lass uns das mal aufsammeln. Du sollst auch auswählen. Er hat mir meinen Skill, mein Kill geklaut. Killstealer. Okay. Ach komm schon! Diese elendigen Killstealer, diese elendigen. Was zur Hölle? Gucken wir mit Granate. Das ist ehrlich gesagt ein ziemlich schlechtes Spiel, weil ich kann den Chat überhaupt nicht lesen bei dem Spiel.
Das habe ich jetzt aufgesammelt. Ich weiß es nicht. Aimbot, keine Ahnung. Nee. Ist das Nightmare? Nee, ja, vermutlich schon so. Hey, gut, gewonnen. So ein neues, da war es sogar. So, ich neue Sachen spielen würde. Ich kann mir neue Sachen gar nicht leisten, weil ich so arm bin. Oh, der Raketenwerfer. Ich gebe ihn also doch. Hätte sein können, dass sie nur die Munition platziert haben und. Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wundern, also. Einfach nur die Munition platzieren, aber nicht die Waffe dazu. Einfach um den Spieler zu trollen. Würde ich in meinem Spiel machen. Ah! Na toll, mit der kann ich nicht umgehen. Also ich mit irgendeiner Waffe umgehen könnte. Ach Gott. Das Spiel war vielleicht nicht die beste Wahl. Wobei, noch dreht mein Rechner gar nicht so weit auf. Ich hasse diesen Granatwerfer. Ah, ich kill mich gleich selbst. Habe ich überhaupt einen Ping zu 38 zu mir selbst? Nein. Aber warum? Wie geht das? Ich hätte gerne eine Erklärung spielen. Oh, Leben, nehme ich doch gerne. Stirb doch einfach. Letztes Mal haben wir Quake gespielt, weiß auch nicht warum. Was soll ich das mal speedrun? Das hat bestimmt noch niemand gemacht. In den letzten. Das ist nicht richtig. Ich glaube, Dings habe ich ein bisschen vorher angefangen zur Abwechslung, Hurricane. Das muss ich auch mal beenden. Mal gucken, ob wir. Ich habe es mir runtergeladen. Ich bin schon fast dabei, es durchzuspielen. Wie Kills braucht man überhaupt hier? Mehr als ich geschafft habe, offensichtlich. Moment. Da hinten muss ich lang. Mit was killen nämlich denn immer? Und vor allem, wieso machen die das so schnell? Die machen doch auch mehr Schaden, auf Höchstschwierigkeitsgrad. Natürlich krieg ich den Kill wieder nicht. Die Waffe ist schon so ein bisschen kacke, aber ist die beste, die ich hier kriege, irgendwie. Deprimierend. Es ist deprimierend. Ach, Quad Damage ist das, ja. Deswegen schaffe ich es damit, jemanden zu killen. Och, das gibt's doch nicht. Hör doch mal auf, euch gegenseitig zu killen. Ja, dann finde ich wieder keinen. Ist schon ein Rechtsspiel. Ist immer der Großartig. Mit dem Granatwerfer. Das ist halt einfach die beschissenste Waffe im Spiel.
Oder? Gibt's noch was, was schlimmer ist? Naja, nicht wirklich. Willst du mir jetzt sagen, dass du Quake Arena nicht kennst, oder was? Oder Quake 3 Arena. Sehr bei. Würdest du mal bitte sterben, danke. Was soll denn das? Ach, schon wieder 8 Punkte, der Typ. Machen die Cheaters denn? Ja, toll. Ich habe nur diese Kacken. Ah, Shotgun. Die ist auch scheiße. Ja, die Rüstung damit. Ich hole mir die am wenigsten beschissene Waffe in die Hand, oder? So, hör halt auf, in den Spiegel zu gucken, AMX. Hör halt einfach auf. Sieht's auch nicht so scheiße aus. Killstealer hier. Vielleicht mal bannen, kommst du da was. Ich mich da nicht mehr entscheiden kann, wenn zwei da sind. Ja, ich hab Portrait, das heißt, ich finde es wieder 2 Stunden lang keins. Und noch einer, was soll denn das? Bitte nur einer nach dem anderen und schön aufstellen, dass ich sie gut einfach abschießen kann. Ich glaube 15 braucht man. Das heißt, wir werden heute 2 Stunden dieses Level spielen. Ich werde es nicht schaffen, selbst. Ja, exzellent. Nee, nicht so wirklich. Kann mit der Waffe halt nicht umgehen, deswegen. Also, außer jemand steht in der Tür und ist ganz einfach abzuschießen, dann. Ich die einen mit diesem Granatwerfer noch killen. Bevor ich mich damit nicht selbst in die Luft sprenge. Würdest du bitte mal sterben? Danke. Mach mal weg hier. Gib mir mal Leben. Ich brauche mehr Leben. Ich hätte Mario mehr Leben einsammeln sollen. Nein! Treff wie dieser Kackknarre halt nix. Aber wirklich gar nichts. Wenn die halt mit allen Kindern alles treffen. Ja. Achso. Sollen wir vielleicht mal vorher wieder eine Waffe holen spielen? Ja, das im Rahmen des Möglichen. Nein. Ich darf keine Waffe mehr haben. Jetzt steht sogar 5 Kills, man hat. Ich bin mal wieder blind heute. Wir haben wahrscheinlich die Laune.
Wieso lese ich den Chat? Ich muss hier. Kämpfen wieder zwei gegen mich. Nicht den Chat lesen, dann wird's halt nur scheiße. Was? Wieso ist er jetzt nicht durch mich gestorben? Mir schon wieder die Kills klauen alle. Weiß ich doch nicht, das Spiel nicht mehr. Hm. Oh geil. Hm, ja geil. Ja, geht es doch. Mit dem Kanada-Kühlstor liegen wir sogar können. Außer vielleicht mit ganz viel Glück. Aber. Wie einfach nicht sterben will. Hauptsache noch nicht gekillt, ja, ja. Aha. Schnauze hier. Meine Gesundheit. Willst du mal sterben, wenn ich auf dich schieße? Das wäre sehr gut. Aber das tun die immer nicht. Wenn ich immer sehr schnell sterbe, wenn ich auf dich schieße. Anstrengend. War nicht das für eine gute Idee, das so zu spielen? Das muss schon lange her sein. Na doch, hinten kommt noch einer. Der guckt doch nach, ob es geteilt ist. Woher soll ich das wissen? Ich habe noch nicht geupdatet. Du hast doch hier schon. Also ich bin hier immer noch auf Version 1.29. Ich muss schon hoffen. Dass ich noch überhaupt mein Safe Game nicht kaputt mache. Und dass ich irgendwie verhindern kann, dass er das automatisch immer updatet im Workshop-Inhalt. Ich hoffe, ich kann das einfach zurückkopieren. Also er fragt mich hier, ob. So ein Teil ist. Ja, guck doch nach. Er kann hier ohne Probleme updaten, weil er keinen Safe hat, wenn er irgendwie weiterspielen müsste. Was macht denn hier so viele Geräusche? Ach, die Schotten, scheiße. Ich kann hier gar nicht nachschauen. Gut, ich konnte patchen und dann wieder zurückpatchen, aber nur um jetzt nachzuschauen, ob Pommer geteilt ist. Ich brauche eh keinen. Ist doch nur Pommer. Die killen nämlich immer so schnell. Ich würde das gerne mal. Er ist ja noch gar nicht tot. Oh, wenn ich mit der Shotgun so schieße, dann beeindruckt ich das überhaupt nicht.
oder 4 Pills. Soll bei der Hitze nicht spielen. Würdest du mal sterben? Moving Armor. Mist. Und dann hat er mich getroffen, der Sack. Was mit irgendwas Besseres als diese Maschinengewehr ist, ja. Wow, wie weit kann man denn vorbeischießen? Interessant ist, sie scheinen hier gar nicht hinzugehen. Also, wenn ich da nicht irgendwie bin. Ja. Ich nehme schon wieder den Killcloud, der Sack. Hier mir einfach direkt den Kill klaut. Vielleicht mal bannen vom Server hier. Halt, Moment. Ich kann das Leben nicht töten, die. Scheiße. Er reagiert zu schnell. Die Bots sind einfach zu schnell für mich. So. Dings werde ich wohl nicht nochmal bekommen. Bot Damage. Nur, dass er jetzt wahrscheinlich gleich nochmal den Ghost killt und dann habe ich auch verloren. Ach komm! Von Ming habe ich gehört. Was? Von Ming, ne? Niemand ist vor, hinter Pommern. Das ist ja völlig absurd. Ja, Miserillian kann ich aber nicht. Mit der Rennergang kann ich einfach nicht. Schlechtes setze ich durch, ich setze mich also durch, sagt er. Ich will diesen Kackgranatwerfer doch nicht. Kann man ausschalten, dass man bestimmte Waffen aufnimmt? Das ist toll. Beide da und kriegen mich. Ich könnte die Gegner nach meinen Zuschauern benennen und dann auf der einfachsten Stufe spielen und. Was? Ja, töte dich wieder selbst. Hauptsache mir keinen Kill gegönnt. Sind sie denn jetzt? Natürlich, ich habe Quad Damage. Zeit, keinen Gegner zu finden. Gibt's gar nicht mehr mit dem Apfel jetzt, denke ich.
Hat sich so endlich aufgelöst, wie sie das gehört. Endlich ist Pommern weg. Das mochte eh keiner. Alle haben sich gedacht, boah, Pommern kann weg. Ich habe ihn getroffen, er lebt noch. Wow, wie habe ich ihn jetzt getroffen? Das muss ein Bug gewesen sein. Pommern kann man auch nicht gründen, das war ein Witz. Das hat man einfach entfernt, weil... Alle haben sich gedacht, Pommern ruiniert schon ziemlich den Spaß und... Was jetzt habe ich denn? Schieß einfach mal in die Richtung. Vielleicht treffe ich irgendwann mal aus Glück irgendwas. Was sehe ich denn immer nicht? Nicht mein Spiel. Ich hätte auch lieber Vivi oder so spielen sollen. Ja. Was hat denn keiner gesagt damals, ey? Ich sag oben Arena, spiel doch mal Vivi. Ewig und drei Tage nicht nach, die Waffen. Ich hätte die gerne als MG-Variante. Hier rauskommt und halt schon einfach weiß, dass ich da stehe. Wie ist nicht Open Source? Ja, Details. Details. Unwichtige Details. Ich gehe aber zum Entwickler und sage ihm, er soll das mal so machen. Ne, steht nicht dabei, wie viele Kills ich machen muss. Dann Kiros dann mit vielen Spielen. Was? Gibt es sogar schon mit mehr Spielen oder was? Kommen die heute immer noch? Region zwischen Norddeutschland und Nordwestpolen. Ja, ja, komm. Wenn die Hälfte zu einem anderen Land gehört, dann gibt's das nicht mehr. Oh, wieder 15 Kills. Ich sollte vielleicht nicht, während ich auf ihn schieße, gucken, wie viele Kills es braucht. Oh Gott, ich hasse solche Maps. Ach, ich habe mir da meine beschissen. Lass mal gern. Taugt dir was? Ja, nicht so. Ich hasse solche Maps. Da muss ich mal dreidimensional denken, das kann ich gar nicht. Ich bin schon mit Denken überfordert. Okay, da wollen wir nicht runterfallen. Okay. Ah, ich überlebe neben der Energieschäker fest, wenn ich zu weit runterfalle. Das soll ich vielleicht auch vermeiden. Die Map ist für drei Spieler, glaube ich, zu groß. Ich finde nämlich schon niemanden. Soll mich vielleicht nicht so in die Sackgasse reinstellen, wo ich mich ganz leicht reinschießen und töten kann. Hallo, wo sind alle? Sind auch angeblich noch welche da. Ja, ich finde halt keinen.
Ja, geil. Dann finde ich halt keinen. Muss ja auch nicht. Vergisst man dann das hier. Gehen wir noch weiter hoch. Was ist denn hier jemand? Hallo? Wurde ihm ein Ton abgegeben und somit geteilt. Ja, musst du halt mal. Wie komme ich denn da oben hin? Oh, ich habe eine Visibility aufgenommen. Ich finde nur keinen! Die finden sich aber auch nicht irgendwie. Shit, das hält also noch 3 Sekunden. Ich möchte, glaube ich, nicht im Wasser sein. Da kann man nämlich so gar nicht ausweichen. Da kann man halt so gar nicht ausweichen. Was ist denn dahin? Ja, geil. Ja. Nein! Bin ich runtergesprungen. Jetzt tötet er mich gleich. Das wollen wir doch nicht. Nicht töten lassen? Das ist ungesund. Das ist wie rauchen, nur schneller und billiger. Wo hat er mich denn schon wieder gesehen? Ja, Delfino demnächst übernimmt die Herrschaft über das und dann erobert er Polen und vereinigt das wieder. Der macht das schon. Ich halt hier wirklich niemanden finde. Also hin und wieder mal, ja, aber so insgesamt bisschen leer hier. Jetzt habe ich einen gefunden. Ist doch schön, wenn man jemanden findet. Ist doch schön so. Wo habe ich überhaupt diese Unsichtbarkeit aufgehoben? Weiß ich halt auch leider überhaupt nicht mehr. Führung. Wenn ich öfters mal einen finden würde, würde ich vielleicht sogar gewinnen. Oder vielleicht gewinne ich, weil ich so oft niemanden finde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Level ist irgendwie so nicht so gut. KI kommt scheinbar nicht so recht zurecht mit dem Wasser. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas läuft hier falsch, habe ich das Gefühl. Aber sobald ich dann mit Franken durch bin, dauert nur noch 300 Jahre, kann ich dann auch. Oh Gott. Ich hätte keine Runde. Ich wollte es. Wie kam ich auf die Idee, dass das eine gute Idee wäre, da eine Runde zu starten? Weiß ich auch nicht so genau. Oh Gott, das wollte ich ja als Ganzes immer hochladen. Ne?
Ja, vielleicht mache ich das jetzt nicht mehr, wenn ich da jetzt länger aufnehme, weil ich da jetzt irgendwie 3 Stunden am Schnee, naja, das ist, nee, das ist nix auf Dauer. So, nehme ich alles mal mit. Die sind jetzt schon weiter. Also einer. Das ist ein sehr merkwürdiges Level. Ich habe das Gefühl, das soll so nicht ganz sein. Oh hey. Ja, der Fini hat doch schon letztens Deutschland wieder vereint, oder? Nee, Blödsinn, du hast ja 39 vorm Krieg nochmal gestartet. Connecting? Was heißt hier Connecting? Was? Moment, was? Bitte was? Ich verstehe das Connecting nicht so ganz, aber okay. Mein Rechner ist nicht so schnell, da dauert es ein bisschen, bis die Bots verbunden sind. Was ist das denn für ein Kacklevel hier? Ja, der Granatwaffe. Was soll ich denn damit? Ah, schon besser. Will noch jemanden finden? Ah, der Granatwerfer. Was ist das da überhaupt? Achso. Cool, halt. Schon wieder. So, schon. Schau halt mal nach, ob es Pommel noch gibt. Preußen. Ach! Kann jetzt gar nicht mehr sprechen. Hab genug geredet, jetzt reicht's auch wieder für diese Woche. Ich habe 40er Ping. Nächster Platz, ne? Solidarität. Nur, dass ich in der Solidarität nie an Contest teilgenommen habe und deswegen hier einen 6. Platz liegt. Was soll ich denn mit der Shotgun? 20 Kills, das ist ja doch mal mehr. Was soll denn das? Ich wollte nicht ganz raus. Was ist das denn noch? Wie sieht denn das da aus? Oh Gott. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Oh Gott, oh Gott. Ah. Raspi. Was? Moment. Falsches Spiel. Er hat natürlich schon eine richtige Waffe. Ich krieg Munition. Ist ja auch ganz nett. Möchte ich glaube ich nicht reinfallen. Gibt's denn hier mal richtige Waffen? Waffen. Da, das sieht aus wie eine Waffe. Ich krieg sie nur schon gar nicht erst, weil der Typ mich schon jetzt tötet. Nicht, aber okay. Wir auch. Hm.
muss ich also 10-mal killen, bevor ihr mich 10-mal killt. Ja, wie hab ich das jetzt gemacht? Ich glaube, ich bin nicht tot, okay. Ich glaube, er ist einfach in den Schnetter gefallen und ich habe ihn irgendwie nochmal getroffen und das Spiel hat sich gedacht, boah, reicht. Reicht! Irgendwas stimmt da. Jetzt stimmt's wieder. Ich sollte vielleicht nicht auf das kaputte. Das kaputte Ding da unten achten. Ich. Spinne da vielleicht nicht nochmal drauf. Super, ich lande immer wieder hier, aber habe keine Waffe. Während er halt die fetten Waffen bekommt. Ich will da nicht hoch, ich will eine Waffe haben. Wo geht's denn dahin? Ich will doch nicht hoch. Nein! So möchte ich das schon mal gar nicht tun. Oh. Soll ich denn jetzt an dieses Quad Damage rankommen? Und warum ist. Das so schon mal nicht. Warum ist das eine da? Warum hat das Ding. Was ist das? Hä? Warum hat der so einen roten Kreis? Okay. Ich weiß nicht so genau. Und das Rotorblatt hat so seine Probleme. Nein, das ist nur die Hälfte. Ah. Hier macht es ja so viel mehr Schaden wie ich. Ich mach die gleiche Waffe. Kann sein, dass er einfach mehr aushält. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an das Quad Damage rankommen soll. Da ist gespawnt und sehe schon die Dinge auf mich zufliegen. Ach, da ist auch noch Zeug. Ich will einfach schon mal schießen, bevor sie. Nein, nein, nein! Hier, wenn man die Haare springt. Ich bin doch schon mehrfach reingesprungen. Pass doch mal auf, dann siehst du doch, was passiert. Dann kriege ich einen Kill. Springen hilft halt gar nichts gegen die KI. Da hinten noch. Da ist noch eine Treppe. Ist auch noch. Treppen. Dann hast du auch vor die ganze Zeit ein hässlicher Spiegelfigur. Hör halt mal auf, in den Spiegel zu gucken. Tut ihr da? Ah, da kam der auch zu. Nein.
Nehmen wir die Armor mit. Dann. Ist der schon wieder hinter mir? Wie auch immer der schon wieder hinter mir gekommen ist. Nehmen wir mal eine Wand. Kam der denn da hin? Weil runter wollte ich jetzt nicht. Oh, okay. Man läuft halt erstaunlich gut. Kann ich mal aufhören, da ständig reinzuspringen? Oder würdest du mir wenigstens einen Kill dafür geben? Das wäre toll. Bitte mal sterben. Das ist ja nicht auszuhalten, was die aushalten. Ja, diese. Och, diese Hurensohn. Ich bin die Waffe wegschnappt. So. Die aus dem Nichts runterkommt. Ich muss Distanz aufbauen. Das ist natürlich schwierig, mal direkt vor dem Spawn. Ist natürlich dann schwierig. Oder jetzt einfach noch. Ich brauche keine Ammo mehr. Ich will keine Ammo mehr. Wechsel halt die Waffe, wenn die Ammo leer ist und mach nicht erst 2 Stunden Klick. Das ist nicht hilfreich spielen. Ich bin so nah dran und. Oh, sag mal. Würdest du mich mal treffen lassen? Der hält doch definitiv mehr aus als ich. Kannst mir doch nichts anderes erzählen. Hä? Wieso hab ich jetzt lieb geteilt? Oder wie jetzt schon wieder? Da ist er. Zu wissen, wo er ist, bringt mir halt nichts. Ich will doch gar nicht so nah an ihn ran. Na toll. Und eine Waffe hätte ich schon gerne. Ich hätte auch gerne so viel Leben wie der. Nein! Die sind mich einfach reinschleudert. Ah, natürlich kriege ich die Raketenwerfer nicht. Das wäre ja albern.
Also ich wäre gestorben mit so einem Schuss. Ah, nein. Das wird nicht so sein. Ich soll erstmal eine halbe Stunde Pause machen und dann meinen Satz beenden. Kommt nur. Nur helfen, gar keine Problem, ich muss halt jetzt. Hallo? Ich treffe den nicht. Ist so weit weg. Wächst doch die Waffe und erzähl mir nicht nur eine halbe Stunde, dass meine Waffe leer ist. Ich hasse es, wenn Spieler das tun. Die Waffe ist leer. Was hältst du von einer halben Stunde Klickgeräusche? Statt dass ich sie wechsle. Noch riesige Löcher in dem Ding. Kann ich den dann wirklich nicht treffen? Wo ist der denn schon wieder? Immer da vor mir und es ist schlecht, wenn er nahe bei mir ist. Der muss weit weg sein. Wie komme ich denn da ran? These? Kann ich leider nicht ausprobieren, ob meine These stimmt. Einfach nicht sterben will. Also da unten. Entscheide dich doch mal, wo du bist.
Wechsel halt die Waffe. Sag nicht. Das macht er. Geil. Und ich habe wieder nichts. Wer baut diese behinderten Level alle? Immer. Nein. Ein Schwein, das sitzt über die Serverinfos. Ah, nein. Kommt man da wieder raus? Gar nicht, glaube ich. Ich glaube, man kommt da gar nicht mehr raus. Egal, ich habe keine Munition mehr. Ich dachte, ich darf die beste aller Waffen nehmen. Gar keine. Spring da rein, passt schon. Gib mal langsam die Lebensenergie aus. Mist. Können wir noch ein bisschen in den Tod springen? Oh Gott. Bist du der Stress für mich, dieses Spiel? Was ein spannendes Spiel. Ich sollte wieder Mario spielen. Nur voller Lebensenergie. Soll ich mit voller Lebensenergie? Ah! Nicht näher zum Hingehen, sondern von ihm weggehen. Oh. Geht natürlich auch. Aber vom Aufzug zerquetschen lassen. Was ist denn jetzt? Na, easy. War doch ganz einfach, ihn zu besiegen. Ja, ich habe 3 Level geschafft. Spiele ich überhaupt auf Nightmare? Ja. Ja, ja, doch. Wir gleich das nächste Mal, oder? Gut, gucken wir mal, wie es da läuft. Shotgun, wenn ich das schon sehe. Rocket Launcher, schon besser.
das da hin? Irgendwo. Okay. Ist einfach nur ein Symbol. Er hat schon 4 Kills, natürlich. Das wäre eine andere Waffe. Mein Irrtum. Moment, wieso habe ich hier eben noch 3 Kills? Oder wurde ich gerade left? Diese Shotgun da irgendwie platzieren, als ob es eine tolle Waffe wäre, weißt du? Dabei ist sie einfach nur komplett scheiße. Dabei ist sie einfach nur komplett scheiße. Ich kümmere mich erstmal ein bisschen selbst. Das ist die beste Art. Kills zu machen. Okay. Ziel ist, was er nutzt, echte Post schießen einfach ins Loch und treffen da. Noobs zielen, echte Post schmecken. So. Wie soll ich hier jemals 20 Kills machen? Würde meine Kills klauen. Nicht die Waffen wechseln. Waffen wechseln, böse. Der hat ja so schön so viel Kills gemacht. Cheaterei hier. Die cheaten noch alle. So wie ich, als ich eben die 3 Levels beendet habe. Hat noch mal den Sieg gelost, was? Ich höre doch nicht zu. Können wir uns sagen, was passiert? Was tue ich hier? Klärt mich mal auf. Wie ist denn das so? Mit den Bienen und den Blumen. Was funktioniert da nochmal? Hör doch nicht. Er hat sich schwarze Farbe ins Gesicht gemalt. Ist das nicht rassistisch? So ein. Na, da geh ich nicht rein. Das wohl da ein Find, den ich töten kann.
Hast du hier einen gefunden? Die konnte ich auch töten, sehr gut. Der Assassin ist ganz schön gut. Und du stirbst einfach nicht. Es ist so schwer, dann einfach mal zu sterben, wenn ich auf euch schieße. Einfach mal sterben. Nicht mit den Waffen herumspielen. Wieso töten denn die sich nicht selbst? Also aus der Entfernung hätte ich mich sehr locker selbst getötet. Ich tue wieder die Shotgun. Nee, scheiße! Ich habe irgendwie das Gefühl, ein Großteil all diese Waffen sind scheiße. Ich hasse Spiele ohne Spawn Protection, das ist wirklich schlimm. Das ist halt auch eigentlich Kacke. Ist da keiner. Okay, ich soll... Ja, geil. Vielleicht klauen die mir einfach mal einen Kill. Die müssen sich einfach selbst killen. Ich kann diesem Ding einfach nicht. Ne, das ist gar nicht meine Waffe. Benutzt mir einfach nicht mehr. Nur eine Frage der Zeit, wie sie wieder benutzt wird, keine Sorge. Töten nämlich immer mit diesen Knarren. Ich bin tot. Nicht selbst töten. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Dieses Level auch total verwirrend. Na toll, das bringt mich nur wie diese Kack-Shotgun. Die kein Mensch will. Die Kacke ist. Der halt einfach kacke ist. Ah, ich habe auch einen Lebenspunkt. Er hat schon wieder 8 Kills, ja geil. Und er hat schon wieder 8 Kills. Ja, es sind ja mehrere, die schon wieder 8 Kills haben. Ich
Die einen haben Kills, die anderen haben den Granatwerfer. Das Ding ist komplett scheiße, das ist der Wahnsinn. Oh, das ist viel zu heiß. Ich gehe einfach mal auf die Hitze. Wenn es kälter ist, bin ich zwar auch nicht besser, aber Details. Gut, dass diese Scheiße keiner schaut. Gut, dass es hier einen Teleporter gibt. Zu der Waffe, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann. Da können wir einfach mal ein bisschen hier oben. Auf, dass hier keiner reinkommt. Ja, die Hoffnung war verliebt. Die hätte auch das Schüsse damit überleben. Konnte man damit nicht irgendwie zoomen? No item to use. Wenn hier ausreichend viele vorbeikämen und ich was treffen würde mit dem Ding, wäre das vielleicht sogar eine ganz gute Position, aber da weder Leute vorbeikommen noch ich irgendwas treffe, also du. Komm hier aus der Map raus? Würde ich jetzt gerne mal. Wie kann ich die Map kaputt machen? Na, ja, offensichtlich gar nicht. Okay. Gib mir das mal. Ich kann damit genauso nicht umgehen wie du. Ach ja. Ach ja. Die anderen drei Level so gut liefen, läuft das nicht mehr so gut. So gar nicht. Ich habe in jedem Tier so mein Problemlevel. Machen wir einfach wieder die. Machen wir das mal auf Hardcore. Schalten das nächste Tier frei. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was auf Nightmare machen. Wenn ich es überhaupt schaffe auf Hardcore. Könnt ihr mal da bleiben, wenn ich euch schießen möchte? Das wäre toll. Ist gar nicht mehr so hart. Toll, und ich habe keine Waffe. Wieso wollte ich jetzt Doppelsprung machen?
Ich glaube, das geht in dem Spiel gar nicht. Ich konnte mal den Doppelsprung machen, welchen Shooter den ich gespielt habe. Halo? Konnte man Halo einen Doppelsprung machen? Nee. Nee, in Halo konnte man keinen Doppelsprung machen. Was war denn das? So, erstmal spawnen, bevor er mich tötet. Das geht auf? Moment, was? Wo geht das denn auf? Treffe. Und wenn ich es mal treffe, dann sterben sie nicht. Ja, wirklich nicht. Wow. Das Hardcore ist noch zu hart für mich. Gut, dass keiner schaut. Gut, ich hier. Nicht blamieren, aber. Den Dreck, den ich ins Innere drutze. Ich hätte auch gerne mal die Waffen, die die haben. Jetzt springst du doch mal hoch. Sag mal. Ich will mal. Ach, dann leck mich doch am Arsch. Schauen wir die wieder mit, weil ich wieder so gut umgehen kann. Das ist natürlich die richtige Waffe für mich. Vor allem, er hat schon wieder 16 Punkte. Wie hat das denn schon hinbekommen? Glücklicherweise indem er 16 Gegner gekillt hat. Ja, geil. Ja, toll. Ich bin auch so gar nicht tot. Und das ist, glaube ich, der richtige Schwierigkeitsgrad für mich. Das ist, glaube ich, schon eher. Genau mein Niveau. Nachdem ich 3 Runden auf Nightmare geschafft habe, wie auch immer, muss ich jetzt auf. Ja. Ja, das ist auch so die Schussgeschwindigkeit der Gegner. Genau das Richtige für mich. Bei 1 höher würde ich, glaube ich, noch schaffen. Vielleicht schaffe ich erstmal das hier, bevor ich dann angebe, dass ich eins höher noch schaffen will. Vielleicht finde ich erstmal einen.
Hallo? Ruckelt das oder bilde ich mir das nur ein? Wie viel Platz ist überhaupt noch auf meiner Festplatte? Ich nicht mehr hinbekommen, hier zu gewinnen, der Wahnsinn. Wow. Wie habe ich die anderen unten auf Nightmare geschafft? Wie? Erklär es mir bitte mal jemand. Gar nicht gehabt haben, dass das irgendwie. Ja, Granate war geil. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, welche Waffe fehlt mir denn? Dann ist es mir eingefallen, das ist der Granatwerfer. Ich bin mir gerade unentschlossen, welche Waffe ich haben will. Weil alle irgendwie ein bisschen entscheidend sind. Ich soll hier nicht einen Granatwerfer rumschieben. Ich kill mich nur selbst damit. Ich bin nicht ganz sicher, was da eben passiert ist. Da liegen eine Menge Waffen rum. Du mal sterben. Könnt ihr bitte wegs auf diesem Schwierigkeitsgrad sterben? Das wäre toll. Oh, im Chat nichts Neues. Sehr gut. Ja, die warten, dass ich wieder auf Nightmare spiele und dann schreiben sie das Zeug, damit ich das lese und scheiterte. Hey, ich habe 1000 Dollar als Frex in dieser Runde gemacht. Als ob. Blitzkrieg Base. Was? Ich habe auch einmal Musik und. Bin mir nicht sicher, ich hoffe, die ist nicht urheberrechtlich geschützt. Muss ich definitiv erstmal leiser machen. Wieso habe ich jetzt hier was Musik? Ja. Das irritiert mich, ich habe Musik.
Was ist das? Wie kommt mir das hin? Nach draußen, okay. Komm, soll ich hier nochmal spielen? Doch, sage ich, kommt nicht mehr spielen. Was liegt denn da? Was ist das? Was bist du? Sage tritt auf jeden Fall richtig auf. Nägel, was machst du denn? Ah, kommt mir so bekannt vor. Ja. Jetzt nicht in den Chat gucken. In jedem Tier habe ich mal wieder einen skippen müssen, weil maximal unfähig. Und plötzlich hatte ich Musik. Ich hoffe, sie ist A, nicht urheberrechtlich geschützt und B, nicht zu laut, nicht zu leise. Das heißt kurz weg. Schnell mal EU4 geupgradet. Hm? Oh. Ich darf doch nicht loslaufen, dann bekommen wir doch den Content. Ich glaube, das ist die Grundidee. Und 15 Kills, wenn auch immer mehr Kills, was soll denn das? Was? Wo hast du denn den Schwachsinn her? Also, ja, man kann sich möglicherweise auf das. Also, erstens mal, bloß weil ich da irgendwo reinbabble, ist das nicht legal. Zweitens mal, man könnte mit dem deutschen Urheberrecht argumentieren, dass, wenn es nur unwichtiges Beiwerk oder so ist, dass es dann erlaubt ist, aber das interessiert halt niemanden, weil. Und sagt YouTube mir egal, dann kannst du Einspruch einlegen und dann kannst du das theoretisch bis zu dem Punkt treiben, wo du das Ganze vor Gericht machen musst und ja. Das ist so ein Traum von mir. Vor irgendwelche riesigen Musikfirmen wie GEMA, die sich einen Scheiß fürs Recht interessieren, dann Urheberrechtsstreit beginnen, klar. Ich weiß auch nicht, wohin mit meinem Geld. Deswegen werde ich gleich mal. Ja, nee. 20 Anwälte bezahlen. Das hat YouTube damals zum Beispiel bei meinem Star Wars Video. Ich muss mich kratzen! Spiel! Auch nicht interessiert. Was zur Hölle war das denn? Deswegen ich danach die Musik entfernen musste. Also. Nochmal ohne Musik hochgeladen habe, weil. Das Video dreimal in, was waren es, 242 Ländern der Welt gesperrt war. Wieder kratzen. Halt, stopp, ich muss mich kratzen. Spiel.
Bringt mir nichts. Gibt's grad nichts. Was macht das da überhaupt? Speed. Das da, Battle, irgendwas. Battle, irgendwas hat glaube ich wieder aufgehört. Du musst recht Schaden, das ist ein bisschen reich. Also, erstes Mal bekomme ich keinen Schadenersatz. Weil ich bekomme höchstens recht und darf das Video wieder hochladen. Ja, also. Noch das Spielraum von zum Beispiel Waffen macht immer wirklich bedeutungslos. Und die Musik nicht mehr für was anderes verwenden kann. Was? Wo hast du denn den Scheiß her? Das ist, du hast noch nie YouTube-Videos hochgeladen, oder? Also, ich sag's dir. Nein! Ich sag's wie es ist, das juckt einen Scheiß, ob du das. Du wirst dann einfach, dein Video wird dann einfach gesperrt und dann kannst du Einspruch einlegen, dann lehnen die das ab und dann kannst du nochmal Einspruch einlegen, dann lehnen die das nochmal ab. Dann kannst du nochmal Einspruch erheben, dann musst du vor Gericht ziehen irgendwie. Also beziehungsweise Anklage erheben und so. Und. Ja, dann erhebst du halt Anklage gegen, keine Ahnung, irgendeinem riesigen Multimilliarden-Dollar-Konzern an. Wie zum Beispiel die GEMA oder sowas. Die dich halt einfach in den Ruin klagen können, selbst wenn sie recht hätten, selbst wenn du recht hast. Interessiert das niemanden, weil du bist lange pleite, bevor du irgendwelches Recht bekommst. Ich muss mich mal treffen lassen. Oder warum glaubst du, habe ich sonst das, die Musik in meinem Star Wars Video ausgemacht? Also, bei meinem Re-Upload. Bei der nächsten Aufnahme habe ich dann nur noch den In-Game-Sound ohne Musik aufgenommen. Also die Musik hat ausgemacht. Mich wie ich den In-Game-Waffen-Sound habe. Aber es ist ein Open Source Projekt, also es sollte die Musik frei sein. Gut, das heißt auch nicht viel, also. Kann ja trotzdem noch geclaimed werden, weil. Ich hatte auch schon das Phänomen, dass bei Produkt 2 einer meine. Behauptet hat, das ist seine Musik. Obwohl, wenn die obwohl seine Kanaldaten sagten, dass er zu dem Zeitpunkt, wo der Produkt 2 rauskam, 2 Jahre alt war, also. Hat aber sehr früh damit angefangen, Musik zu machen. Ich kann es natürlich nicht ausschließen, aber. Gut, er hat keinen Bock auf eine Klage, deswegen. Ist denn da jemand? Jetzt finde ich wieder keinen, ich hasse es. Jetzt höre ich wieder keinen. Ich höre sogar mal einen. Menschen zu treffen fiel mir schon immer schwer. Schreiben irgendwas in den Chat, ich habe noch keine Zeit, das gerade zu lesen. Schon wieder rechts gedrückt. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass die Waffen wieder auf rechts gedrückt funktionieren. Ich weiß auch nicht warum. Was die Nerven und der Schaden jetzt gerechtfertigt? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wo war denn jetzt ein Nailgun? Auch der Grund, warum ich in Gothic 1 damals als ich gespielt habe, nicht zu in Extremo gegangen bin.
damit die dann nicht irgendwie spielen. Hallo, was seid ihr denn? Einfach mal Stab. Auch eine Realität, ein guter Tipp. Hilft doch gegen Langeweile. Ich glaube, die Reichweite von der Waffe ist nicht so groß. Willst du bitte mal sterben? Nein. Gut. Dann halt nicht. Die Feuerwehr. Dann muss ich mal in den Chat lesen, wenn die Runde vorbei ist. Das sage ich nicht für mich. Habe ich ihn noch getötet? Das Problem ist, ich muss jetzt noch 3 Kills schaffen, ohne es die einen schafft. Habe ich für ein bisschen unrealistisch. Eigentlich für unrealistisch. Ich habe tatsächlich noch gewonnen. Kostet die Nerven, ist ein Schadenersatz. Ich glaube, sowas funktioniert das nicht. Denken Sie, man kann einen Musikstück irgendwo laufen lassen mit Ballersound und Hongi-Bubble dazwischen? Ja, das interessiert halt niemanden, weil auf YouTube läuft da der Filter drüber. Und sagt, ja, das Musikstück, ne, das ist schon unseres. Und dann kriegst du erstmal ein Copyright-Ding rein. Das kann von, wir machen gar nichts, bis hin zu, ja, dein Video wird erstmal gesperrt und du kriegst eine Urheberrechtsverwarnung sein. Letzteres hatte ich noch nie, zum Glück. Und das läuft erschreckend viel zu gut, das kann nicht sein. Und ja, dann kannst du da, wie gesagt, Einspruch erheben. Und wenn die halt immer so sagen, nee, sehen wir jetzt gar nicht, dann bist du am Schluss auf dem Rechtsweg. Kannst du so auf dem Rechtsweg dich freiklagen. Jetzt kannst du dir überlegen. Warum nehme ich jetzt ausgerechnet die? Bin ich bedünnt um? Wieso nehme ich nicht? Nehmen wir was bei dir. Und das interessiert halt nicht. Rechtlich gesehen hast du sicherlich recht, das mag sein. Da ist halt auch der Punkt, rechtlich gesehen. Und das musst halt auch klagen und dann noch so lange klagen, bis du recht hast. Und jetzt kannst du überlegen, wie lange kannst du es dir leisten, gegen einen riesigen Konzern zu klagen, so als Privatperson. Persönlich kann mir das jetzt, glaube ich, nicht so lange leisten. Was ist denn da noch hin? Das heißt, also effektiv gesehen wird das Video gesperrt und ich kann halt nichts dagegen tun. Also ich kann einmal wieder also ja, theoretisch auch ein zweites Mal, aber
ist denn schon für eine Map? Wo sind denn alle? Unsichtbar. Müssen wir noch wissen, wo die sind? Die sind schon wieder im Computerraum. Nur woanders hin. Also dafür, dass ich unsichtbar bin, treffen die mich aber noch sehr, sehr gut. Das heißt, es interessiert niemanden, ob du das irgendwo abspielen kannst oder nicht. Okay, dann geht's da eben nicht hoch. Auch gut. Ich wollte da eh nicht hoch. Eine Megatomate. Moment, falsches Spiel. Oh. Kann man hier ersticken irgendwann? Genau wie ein Konditor verteilt seine Torte, wo sich jemand mit dem nächsten Arsch aufgesetzt hat, will auch seine Torte haben. Das ist halt nicht relevant. Hast du diese ganzen Urheberrechtsdiskussionen nicht mitbekommen? Das interessiert halt einfach niemanden, ob das. Jemand interessiert sich halt einfach nicht dafür. Die GEMA interessiert das halt einfach nicht. Oder, keine Ahnung, LucasArts. Mein Star Wars war ja LucasArts. Und inzwischen ist es Disney. Weil Firmen, die interessiert das nicht. Jetzt sind sie doch schon wieder weggewinkt, aber egal. Der Algorithmus sperrt dich dann halt einfach. Und dann kannst du halt, wie komme ich auf die andere Seite? Sei natürlich, du bezahlst teuer Geld, dass du ihre Musikstücke nutzen darfst. Dann geht das. Ach, der kommt da jetzt vielleicht hoch. Hat aber keinen Bock zu. Hat er aber keinen Bock zu gehabt. Oh ne, wo ist denn eine Waffe? Was haben die Wasser irgend so leichte Probleme? Um 1 Cent, wenn sie mit Hunger ein Video bekommen könnten, kann man schon vor Gericht ziehen. Nein, ich muss vor Gericht ziehen, weil die sperren einfach mein Video und sagen, ich nutze ihre Sounds unerlaubt. Also die könnten es dann, wenn das urheberrechtlich geschützt werden. Und dann kann ich Einspruch erheben. Und dann sagen die zum Beispiel nö. Und dann kann ich nochmal Einspruch erheben, dann sagen die einfach nochmal nö.
Dann müsste ich vor Gericht gehen oder irgendwie so fing das dann an. Ich weiß, ich habe das noch nie versucht. Und ich habe jetzt auch nicht vor, wegen YouTube-Videos vor Gericht zu gehen. Weil ich benutze halt deren Video. Also nach deutschem Recht dürfte das vielleicht, weil es gibt ja zum Beispiel Regelungen, dass wenn die Musik ein unwichtiges Beiwerk ist, was man hier argumentieren könnte, dass es dann erlaubt ist, aber das seht ihr halt nicht so wirklich. Es gibt halt Firmen, die sagen einfach immer nur nee. USA mag es zum Beispiel gar nicht, wenn man zumindest Star Wars benutzt, die Musik, wie ich festgestellt habe. Versperren sie dich gleich überall weltweit. Mehrfach. Für jedes Musikstück in dem Video sperren sie dich einmal. Waffe! Ich habe nur das da. Hier ist keine Waffe. Oh, in diesem Bild. Ja, hier auch noch keine Waffe. Ja, genau. Schieß auf mich, während ich unsichtbar bin. Hast du recht. Ich hasse das mit dem Spiel. Unsichtbarkeit immer nur so optional ist. Oder? Was? Wieso habe ich den Kill nicht bekommen? Toll, diese Schiebung hier. Es gibt Kunden, die dann bleibt es online, aber die verdienen das Geld. Ja, das ist das häufigste inzwischen. Oh ne, das sind so viele wieder. So viele kann ich nicht. Ich kann nicht viele. Ich kann nur wenig. Die schalten ja halt einfach Werbung auf deine Videos und du kannst keine Werbung auf deine Videos schalten. Ich hatte doch Luft geholt. Wieso bin ich eben, habe ich eben diese Erstickungsgeräusche gehabt? Nochmal eine ordentliche Waffe hier. Ich will halt den Kopf schmeißen bei der ganzen. Das war sie, nicht ich. So laut. Stell die Nachbarn. Unsichtbar. Ja, ich könnte dagegen klagen, dass das Ding weggeht und dann könnte ich Videos schalten, aber Werbung schalten. Oder halt, dass mein Video gesperrt wurde oder sowas, aber. Ist das nicht aus einer Doom-Map irgendwo geklaut? Ich meine ja. Ist immer irgendwo eine richtige Waffe da. Danke. Die Megatomate ist nicht da.
Nimm mich halt hier. Eine Megatomate. Hm. Vielleicht soll ich anfangen, Werbung zu schalten. Hm. Verdiene ich jetzt Geld? 2 Cent. Weil sich kein Schwein dieser Videos anguckt. Jetzt soll ich anfangen, interessante Videos zu machen. Ich muss professioneller werden, damit ich. Nein! Wieso? Ich stand doch da voll auf dem Raketenwerfer. Wieso hatte ich da keine Munition mehr? Nicht mehr wie diese Kack-Schrotflinte. Ich kacke. Wie ich dann im Monat 3 Cent wahrscheinlich mit meinen Videos. Interessant. Warum soll ich denn Tiberium Wars spielen? Nach Alarmstufe 1 war doch eh alles nicht mehr so gut. Halt, ich muss das nachladen, das ist unfair. Dreck auf meiner Maus. Hin und her laufen bringt bei Ketten hier nichts. Ich spiele aber wieder auf dem Nightmare, ja. Zielen würde. Ich schieße auf gut Glück. Nur einfach hier warten. Hm. Hm. Einfach hier warten ist vielleicht nicht so die beste Idee. Nur raus, aber nicht rein. Er ist wieder unsichtbar. Nein, da hätten wir rein können, hier noch keiner. Sollen wir mal killtechnisch mal wieder ein bisschen was nachlegen? Was für Raketenwerfer mit? Ey, nicht zwei auf einmal, das ist unfair. Musst du mal sterben? Nein. Wieso wollen die immer nicht sterben? Will sie doch nur töten. Das ist doch viel verlangt. Was? Ich hasse es, wie sie halt schon wissen, wo man ist, wenn man spawnt. Battle Sweep, was auch immer der macht. Ich brauche das mal her. Dann noch eine richtige Waffe. Hm.
Da ist da keine Gegner mehr. Ja, geil. Aber ich habe noch diesen Battlesuit gewonnen, der gemacht. Hallo? Sehr unfair. Nicht von der Seite her kommen. Das sind so Geräusche. Eins? Jetzt habe ich. Mich hat diese Eins abgelenkt. Habe ich noch nie gesehen, hä? Was wollte mir das Spiel damit sagen? Ich habe einmal was richtig gemacht. Nee. Kann nicht sein. So oft mache ich Dinge nicht richtig. So oft mache ich mich nicht richtig. Abgesehen davon kann man die Musik aus meinen Videos immer problemlos spielen, weil ich immer eine halbe Stunde nichts sage. Und dann alle zwei Stunden sage ich dann mal, ja, schon toll. Was ist passiert? Worum geht's? Das ist auch schon alles. Das heißt, man kann da wunderbar die originalen Sounds raushören. Sollte das nicht mehr tun. Aber hier ist immer eine Megatomate. Ich nehme die Megatomate wieder mit. Das nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, was er bringt, aber nehmen ihn halt mal mit. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch länger atmet. Nein! Darf er noch nicht. No, was? Nein! Und er lasse ja dies. Achso, das ist nur. Ich auf mich schießt niemand, das ist nur das Geräusch des. Das war jetzt mehr als nur knapp. Und er hängt in der Wand. Warum läuft das heute so gut? Okay, das lief nicht so gut. Ab einer gewissen Menge kann ich das Spiel einfach nicht mehr, aber. Oh Gott. Uff. Eieiei. Das müsste ich auch noch mal machen. Ach, jetzt machen wir es nochmal das hier. Ich hatte auch nur diese einen. Ich glaube, war das nicht beim. Beim anderen nicht auch so. Oh, hier gibt es irgendwo die Nailgun. Ich weiß noch nicht wo. Ja, easy. Ich mal da hoch und gib mir die Rüstung. Schlechter Ort, um zu spawnen. Das Spiel immer noch keine Spawn Protection hat. Bin ich immer noch kein Fan von. Ah, jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Brauchen wir ja nicht. Nimm mir einfach die Waffe. Ich nehme einfach die Rakete da, die sieht doch gut aus. Passt bestimmt auch in meinen Raketenwerfer.
Bin ich denn? Need. 15 Kills. Nur das Note, dass da so viele Kills sein müssen. So, und ich habe immer noch nicht den Nailgun gefunden. Das muss ja irgendwo sein. Hallo? Ja, die Nailgun. Wo hast du die her? Nehmen Sie mir mal. Okay, da habe ich auch noch. Und das. Ach, da liegt die. Ja, wusste ich natürlich. Erstmal totschießen lassen. Habe ich es nicht gesagt? Wird nix. Wird halt einfach nix. Aber das kann ich unmöglich wieder als ein Video hochladen. Was habe ich überhaupt mit dem letzten gemacht? Habe ich da wirklich ein 3-Stunden-Video oder so hochgeladen? Delfino weiß das doch bestimmt. Ich mag den Nailgun. Nee. Ich mag sie wirklich. Meine alte Jugendliebe. Ja. Sprichst du da mal hoch? Wie lange das letzte Open Arena Video ging? Habe ich da wirklich irgendwie 3-Stunden Video hochgeladen oder habe ich das in Stücke unterteilt? Hier hoch? Nein. Feigling. Wo kam der jetzt her? Wieso sind hier Gegner? Was soll das? Das habe ich so nicht erlaubt. Damals gab es doch keine Stream, oder? Habe ich das damals gestreamt? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Es ist einfach zu heiß. Oh.
Es ist viel zu heiß zum Spielen im Prinzip. Es ist zu heiß zum Existieren im Prinzip. Ich bin für 10 Grad kälter. Mindestens. Das müsste mal funktionieren. Sag doch einfach, dass du keine Ahnung hast. Wir wissen, ob das letzte Video auch nur ein. Das auch irgendwie diese 3 Stunden oder wieder gespielt habe, lang war. Oder ob er das in Stücke geschnitten hat. So alles, was ich wissen will. Der Rest, das sieht man doch gar nicht. Genauso wenig wie mich meine Zuschauer interessieren. Nein, es waren nur 30 Grad. Fick dich, Alter. Oh, die verreckst dann im Hitschlag. So ein Unsinn. Schreibt, hat nichts anderes verdient. Wir sind immer noch mindestens, keine Ahnung wie viel Grad. Der Rechner macht es jetzt auch nicht kälter. Was ist das da oben? Wie komme ich da hin? Von da oben? Tatsächlich. Verrückt. Unmenschlich 40 Grad. Jeder, der ein Auto fährt, soll getötet werden. Die globale Erwärmung ist wieder ein Problem. Einfach mal jeden töten, der ein Auto fährt. Endlich mal harte Maßnahmen ergreifen. Nichts geschnitten. Ich habe da mal. Ist das nicht irgendwie 3 Stunden lang das letzte Video? Gott. Bin ich sicher, ob ich das nochmal machen will. YouTube mag so lange Videos auch nicht. Oder so große Videos, besser gesagt. Ich muss ja nicht nur, dass es lang ist, sondern auch, dass es groß ist. Moment, wo war der jetzt in der Regen hier? Wo ist die hier? Was soll das? Ich habe bestimmt meine Zuschauer geschenkt. Warum wir doch nur wieder verlieren sehen? Teilen Wolgas mit 5 Provinzen und Städten mit 2. Was ist das denn für eine Teilung? Fight.
Das ist die völlig falsche Waffe. Das ist auch völlig falsche Waffe. Das ist gar keine Waffe, das ist eine Nicht-Waffe. Gleich mit Open Arena. Oh. So, man hat jetzt irgendwo im Stream in einem großen Becken, wenn ich Spaß aufhören. Soll ich ihn hier ein großes Becken hinbringen? Nee, so, so heiß wäre so. Ja, natürlich wird der heiß. Noch ein Artikel gelesen, dass das mit dem 1,5 Grad Ziel, dass wir das wohl vergessen können. Man war da wohl etwas sehr optimistisch. Komm schon. Du hast Wolkas so viele Provinzen. Was ist denn da geteilt worden? Das kann doch so nicht stimmen, oder? Selbst bei der Bullshit. Welchen Teil soll ich davon noch mal spielen? Ich hab's schon wieder vergessen, weil ich die nie zuhöre. Hallo, ich hab die Rakete wohl eindeutig gefangen. Hat jeder gesehen. So wie ich diese Armor gerade gefangen habe. Bamberg ist ein Vasall. Müsste zumindest ein Vasall sein. War das die Ankündigung, dass Bamberg ein Vasall von Ludwigsburg ist? Erste. Außerdem gibt es Ludwigsburg nicht mehr, es hat Franken gegründet. Echt toll, wenn ich damit im Öfteren was treffen würde. Ja, stimmt, sag ich doch. Das heißt, Würzburg hat jetzt irgendwie drei Provinzen mehr oder weniger, weil. Also, es sei denn, Bamberg hat zu viel Freiheitsstreben, aber das ist nun mal was, das man relativ einfach unterbinden kann. Zu 5? Wirklich komisch. Welchen Teil soll ich nochmal spielen? Wolgast oder Stettin? Ich weiß gar nicht mehr. Ich spiele den anderen Teil. Ich spiele aber den größeren Teil, das passt schon. Shit.
Ich habe eine Raketenwaffe nicht irgendwann mal mitgenommen. Was soll ich da tun, ne? Was soll ich mal tun für Notfälle? Nein, ist er oben oder was? Nein, er ist da unten. Wohin? Nein! Das war meine Absicht. Anstrengend. Kannst du wohl was spielen? Ich dachte, du wolltest einen bestimmten Teil spielen. Was auch immer. Ist ja auch egal. Ich muss erst mal Franken fertig spielen. Ich habe es endlich geschafft, da Franken zu gründen. Im Süddeutschen Bund schaffe ich es sicher auch noch. Ich weiß noch nicht, ob ich den gründen kann, solange ich immer reich bin. Solange das Reich existiert, weil da rauszufliegen ist halt problematisch. Vor allem, wenn dann irgendwas Großes wie, keine Ahnung, Polen am Schluss noch Herrscher wird und dann noch den Haufen Bonus bekommt. Ich dann jedes Mal mit Polen mich rumärgern dürfte, wenn ich es angreife. Also als Beispiel. Oder Böhmen oder irgendwas anderes. Ich habe kein Leben mehr. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich das überhaupt fertig bekomme, ehrlich gesagt. Bin da halt nicht so sicher. Das Gefühl, dass mein Safe Game nicht mehr so ganz funktioniert wird, wenn das. Nämlich das Problem hat. Und Fast Universales habe ich ja schon nicht mehr. Und ich naiverweise annahm, der Workshop wollte sich auch nicht automatisch updaten, ohne zu fragen. Tut er aber. Ich hab's zur Not mal
Bayern gibt, ja, ich weiß, dass Bayern nicht mehr gibt. Das wurde jetzt auch aufgeteilt in zwei oder drei andere kleinere Dinger. Also zumindest war das mein letzter Stand. Ich weiß nicht, ob es in zwei oder drei Nationen aufgegliedert wurde. Man kann es aber gründen halt. Wenn man das möchte. Und wenn man es hinbekommt. Der mich jetzt. Ah ja, jetzt bunge ich nochmal vor ihm, damit er mich nochmal töten kann. Ja, bestens. Geh mal weg. Ich brauche so ein bisschen hier alt. Okay, ein paar Shards, klar. Und jetzt habe ich die Hälfte. Okay. Ja, Hälfte brauchen wir nicht unbedingt. Nicht so viel. So viel ist ja auch ungesund. Esse ich doch. Auf Schlesien gibt es Schlesien noch? Wurde das nicht auch irgendwie aufgeteilt? Nee, warte mal. Nee. Oh. Irgendwas war doch da auch noch eine Änderung mit Böhmen, oder? Bin ich da gerade was durcheinander? Kann auch sein, dass ich das verwechseln. Sich noch geändert, es wurde noch mehr geändert, glaube ich. Ah ja, richtig, Frankreich wurde ein bisschen verkleinert wieder und die haben da Vasallen wieder eingeführt. Das hatten die schon mal aber rausgenommen, weil es zu mächtig war und jetzt haben sie das, glaube ich, irgendwie geändert, wieder eingebaut. Also Frankreich sollte jetzt kleiner sein. Ja, jetzt hört es gerade wieder komplett auf. Das ist definitiv zu heiß. Es wird auch nicht kühler. Liegt vielleicht daran, dass mein Rechner gerade heizt.
das reicht für EU4 fast beide. EU4 alle. Ey, ich habe immerhin. Hab ich jetzt wirklich 5 Dinge auf dem Nightmare geschafft? Skill, Leute. Skill. Habe ich nicht, aber hey. Oh. Wie sagen, es reicht für heute. Open Arena. Ich sage, wir sehen bis zum nächsten Mal.